Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah kommen wir und zu Allah kehren wir wieder zurück. Und jede Seele wird den Tod kosten. Kullun nafsin za'iqatul maut. Ja, und es wird keiner entkommen. Auch nicht derjenige, der mordet und der tötet und der denkt, der macht was Gutes. Weil heute ist es der Freitag und heute Freitag wurde in Neuseeland, in Christchurch, wurden mehrere Muslime ermordet in einer Moschee. Heute wurde eine Schandtat begangen. In einer Moschee wurde Amok, also ist jemand oder sind mehrere Leute Amok gelaufen. Ja, und wir werden heute inshallah ein Statement dazu abgeben, wie es dazu kommt, was die Ursache ist, wer eigentlich die wahren Verbrecher sind. Dazu werden wir inshallah ein Video machen und das werden wir kurz wie möglich halten, inshallah. Also, jemand hat wirklich sich erlaubt, durch die ganze Hetze, die jetzt verbreitet wird, überall weltweit wird ja eine Hetze verbreitet gegen den Islam. Und jemand ist wirklich in sein Auto eingestiegen oder mehrere Leute und sind dann Richtung unsere Moschee gefahren, ja, haben ihre AK-47 rausgeholt, ihre Maschinengewehr rausgeholt und haben dann einfach wie in einem Spiel, also ich habe das Video wirklich gesehen, wie in einem Spiel, weil manche haben auch gedacht, ist es überhaupt real, ist es überhaupt Spiel, weil sieht genau eins zu eins genauso aus, hat seine Waffe rausgeholt und hat einfach in der Moschee jeden erschossen, den er gesehen hat. Und subhanallah, yani, das ist ein trauriger Tag, für einige ist es vielleicht eine Freude, für Küssen, Prinz und so weiter, die werden natürlich Popcorn essen dabei und sich sowas anschauen, reinziehen. Ich weiß, dass es so ist. Ja, das ist einfach so, weil deren Charakter, deren Art und Weise, wie die reden, das spiegelt sich halt einfach nur. Ja, und das kommt einfach daraus, ja, dass diese Menschen einfach solche wie Küssen, Prinz sind. Das sind wirklich eins zu eins. Ich mache jetzt hier keinen Spaß oder so. Viele werden sagen, ach, was erzählst du da vielleicht Ramazan oder so, vielleicht einige Christen. Nein, ich sehe das. Ich sehe das wirklich komplett. Das sind Leute, die einfach genauso ticken wie Kristen Prince. Und einige andere werden vielleicht auch eine Freude haben, ja. Aber im größten Teil ist es natürlich so, dass es nicht christlich ist, weil warum christlich? Also derjenige hat es wirklich auch, klar, derjenige war ein Nazi gewesen. Nazi ist heute nicht mehr wie früher. Die AfD, die sind ja auch nicht weniger. Und trotz allem haben die eine Partei und pushen sich gegenseitig auf, ja, und verbreiten die Hetze. Heute gibt es einfach nicht mehr diese ganz normale Standard-Nazis wie in 70er, 80er, 90er Jahren. Heute heißt es einfach nur, man ist gegen den Islam. Man ist gegen den Islam. Man kann auch ein italienischer, ein spanischer, irgendwo im Ausland, von mir aus ein farbiger, egal, ja, das kann jeder sein, man kann auch ein arabischer, egal. Heute heißt es einfach nur, man ist gegen den Islam und dann ist man schon, so gesehen, halt auch vielleicht ein Nazi, Allahu a'lam. Auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass dieser Mensch auch ein Statement abgegeben hat. Ich habe einiges jetzt festgestellt in der Minute, jetzt vor kurzem, noch vor ein paar Minuten, dass derjenige sich inspirieren lassen hat von Breivik, von Donald Trump und dass er auch ausgesagt hat, dass er Türkei vernichten will, dass er Hagia Sophia wieder befreien will, dass er Istanbul befreien will, dass er die ganzen Minaretten vernichten wird und Kirchen wieder, also christlich machen wird. Dass er halt das hofft. Ja, sagen wir mal so rum. Weil er wird da nichts machen. Ja. Ja. Aber er hofft sich das, dass es wieder christlich wird. Das ist ein Christ. Ich habe heute einen Christen das auch geschickt. Ja. Und der hat sich voll aufgeregt. Er meinte, weil ich geschrieben habe, halt Terror von Christen. Und da habe ich das Video einfach geschickt. Hat er sich voll aufgeregt. Er meinte, was ist das, Ramazan? Du bist gar nicht fair. Du bist nicht mal sachlich und dies und das. Ich meinte, doch. Doch. Also nimm es doch einfach wahr. Nimm es doch einfach wahr. Das gibt Christen. Sagen wir, das ist die Bibel? Nein, die Bibel erlaubt sowas natürlich nicht, dass man Amok läuft und irgendwo ein Maschinengewehr rausholt und alle erschießt, Zivilisten erschießt. Das erlaubt die Bibel auf keineswegs. Und ich weiß auch, dass es genug Christen gibt, die ganz anders ticken, gerade hier in Europa, die ganzen Pfarrer, die studiert haben und so weiter, dass jeder diese Attentat verurteilen wird. Dass jeder von diesen Christen diese Sache schlecht ansehen wird. Diejenigen, die auch wirklich normalen, ja, ticken noch. Die Uhr, die nicht kaputt ist, sagen wir so rum, ja, die Uhr, die nochmal tickt, damit ihr mich besser versteht, ja. Die werden alle diese Attentat, ja, verurteilen, ja, da mache ich mir gar keine Gedanken. Aber trotz allem müssten wir auch, Jani, müssten wir auch
richtig objektiv genug uns das Ganze anschauen. Warum? Wie kommt es dazu, dass jemand diese Maschinengewehr rausholt und Menschen einfach in der Moschee erschießt? Das kann ja nicht sein, dass er einfach so von nichts entstanden ist. Das entsteht durch die ganze Hetze, ob ihr das wollt oder nicht wollt. Und diese Menschen sind mitschuldig, auch die Hetzen verbreiten, die gegen die Muslime hetzen. Ja, Gandhar Bhatiyapur ist einer von denen, der Sachen erzählt, Unwahrheiten erzählt, manipuliert und Menschen verwirrt und die Hetze verbreitet. Guckt euch mal die ganzen Kommentare darunter einmal an, unter seinem Video. Hat er irgendeinen Kommentar schon mal gelöscht? Ja, da wird beleidigt, beschimpft. Da wird der Islam beleidigt, beschimpft. Und diese Menschen, die bauen sich auf, ja. Und ich habe schon in einem Video mal gesagt, wir werden inshallah das auch nochmal veröffentlichen, was ich da gesagt habe, wenn wir das finden. Ja, da sage ich, wenn das denn so weitergehen sollte, dann werden Muslime sterben, auch durch diese Videos von solchen Leuten. Auch in Deutschland, das ist nicht nur einmal passiert jetzt hier, nicht, dass ihr denkt, hier, machen wir mal hier, Autorasengruppe in der, von Türken. Das ist Al-Bayyinah Seite, unsere Seite, das könnt ihr auch woanders finden. Hier, Respekt, ne, Maß einer... Und Probleme in Adlene, Nordheim, also Nordrhein-Westfalen, ja, ist ein Auto in einer Gruppe von Türken gerast, die gerade aus der Moschee kamen. Unter den 5 Verletzten war auch der Religionsbeauftragte der Türkisch-Islamischen Union, Anstalt für Religion. Und die Verletzten mussten mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist hier in Deutschland, das passiert durch die ganze Hetze. Durch die ganzen Gandhar Bhatiyapur, Christian Prince und David Wood und wie die alle auch heißen. Und in deren Kommentare steht das Ganze auch geschrieben, dass man halt Muslime töten soll, dass man die Moscheen verbrennen soll und so weiter. Der Gandhar Bhatiyapur hat noch vor kurzem, oder schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, er hat sogar gesagt in einem Video, dass man genauso reagieren muss wie die Muslime. Jetzt müssen wir überlegen, sagen wir mal, jemand tötet wirklich im Namen von Gottes, was wir sowieso sagen, das ist falsch, ja? Und dann heißt es wiederum, solche Leute, die heute in Neuseeland, was sie halt ausgeübt haben, ja, wir verteidigen uns ja, wir machen genau dasselbe. Wenn du den heute fragen würdest, dann würdest du sagen, wir machen genau dasselbe, wie die Muslime machen, wir töten einfach auch, ja? Ja, so wie die Muslime es auch tun. Genau das sind die Aussagen, das ist es halt, was dazu bringt. Jeder von denen ist mitschuldig. Ich meine, dieser Breivik hat gesagt, er hat Jesus geträumt. In seinen Träumen hat er Jesus gesehen, dass er diese Attentat machen soll. Das hat er ausgesagt. Er hat gesagt, er ist Christ. Er glaubt an den Vater. Er glaubt, dass Jesus Gott ist. Er glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das glauben diese Leute. Jetzt sollen nicht ankommen und sagen, nein, das sind keine Christen. Bitte nicht mit dieser Ausrede. Es gibt Muslime, die im Namen Allahs töten. Ja, die gibt es. Es gibt aber auch andersgläubige Christen, die das genauso tun. Kein Doppelmoral bitte. Keinen Doppelmoral. Nicht hier einfach sagen, unterscheiden. Ja, das sind keine Christen, das sind Muslime. Wer entscheidet diese Sache? Sobald jemand sagt, ich bin Christ, auch wenn er ein Nazi ist, spielt keine Rolle. Ja. Wir wissen ganz gut, dass es viele AfD-Leute gibt, die AfD wählen, AfD gut finden. Und trotzdem ja in die Kirche gehen. Ja, das gibt es halt. Und also keiner soll sagen, nein, das sind keine Christen. Genauso, ich meine, die Tat, die steht nicht im Koran geschrieben, dass man Zivilisten töten soll oder unschuldige Menschen töten soll. Niemals, ja. Das haben wir schon genug Videos gemacht dazu. Die Tat ist nicht islamisch. Die Tat ist nicht christlich. Das ist okay. Aber der Mensch ist Christ. Tötet im Namen von Jesus und der tötet im Namen von Allah. Und wir sagen ganz ehrlich, das steht so nicht geschrieben, so ist es zu verstehen. Und bei Christen ist es genauso. Wir werden es nicht verallgemein in einem Topf reinschmeißen. Aber trotz allem passiert das was? Durch die ganze Hetze. Durch die Hetze, also diese Menschen, die vielleicht auch nicht gut finden, die Tat, die heute begangen wurde, wo Muslime jetzt getötet, also Terroranschlag ausgeübt wurde in Neuseeland, trotz allem können die mitschuldig sein. Warum? Weil die auch diese Hetze unterstützen. Es ist genauso wie jetzt hier in der Türkei, was er gesagt hat. Dieserjenige, der heute diesen Mord begangen hat, hat gesagt, er will Türkei vernichten. Er will die Türkei nicht in Europa sehen. Der will die Menschen, der will Erdogan angreifen. Der ist ein Erdogan-Feind. Überlegt euch mal, diese ganze Erdogan-Hetze allein schon. In ganzen Deutschland, überall im BZ, Bildzeitung, Medien, überall. Und ich bin ein türkischer Kurde. Türkischer Kurde, Abstammung, Vater,
aber wir leben in der Türkei. Ja? Und ich kann das sagen. Ja? Diese Hetze ist falsch, verkehrt, hat nichts mit Erdogan zu tun. Die Hetze hat einfach nur damit zu tun, dass man jemanden hasst, die Religion hasst und dass man einfach den Glauben hasst und aus diesem Grund auch diesen Menschen einfach versucht anzugreifen. Klar, manche werden manipuliert, die sind einfach nur Opfer dieser Nachrichten, ja. Aber trotz allem muss man doch alles prüfen langsam mal. Das reicht langsam, damit man, dass man einfach an solchen Sachen glaubt. Also, dieser Mensch war Christ, vielleicht auch Nazi, Allahu A'lam, ich weiß nicht, der hat sich inspirieren lassen von Breivik. Breivik war auch einer gewesen, der diesen Anschlag gemacht hat. Was ist jetzt heute passiert? Nichts. Der Typ lebt in, der lebt besser als wir gerade im Augenblick im Knast, im Gefängnis. Wisst ihr, wie er hier, hier sind die Bilder, die könnt ihr mal anschauen. Guckt euch mal sein Zimmer an. Habt ihr so ein Zimmer? Also viele haben solche Zimmer gar nicht. Das ist Breivik, derjenige, der vor einigen Jahren die Anschläge ausgeübt hat. Es ist alles vergessen. Der lebt besser. Er hat hier Computer hier, alles drum und dran. Guckt mal an hier. Ja, so lebt er gerade im Gefängnis. Und diesen Menschen, der heute getötet wird, der wird nicht anders leben. Der wird genauso gut leben können, essen, trinken, Fleisch, Fisch, Lammfleisch, alles wird er bekommen hier. Der wird nicht hier Dings da bekommen hier Ferdi Fuchswürschchen oder so. Ja, der wird beste Art und Weise noch leben können. Diese Menschen, deswegen machen die ja diese Sache. Aber wenn Auge um Auge wäre, Zahn um Zahn wäre, auf meine Ansicht ist die richtige Entscheidung, egal ob Moslem oder Christ, spielt keine Rolle, dann wäre es auf jeden Fall eine bessere Entscheidung. Da hätten wir ein bisschen mehr Frieden. Bisschen mehr Frieden. Und das ist die Tatsache. Ich meine, in einem Hadith heißt es ja schon, von Ali radiallahu anhu wird es überliefert, dass er sagt, es wird die Zeit kommen in der Endzeit. Die Zeit wird kommen. Jeder, der La ilaha illallah sagt, der wird getötet werden. Und das ist wirklich die Zeit im Augenblick. Denkt ihr, das ist die einzige Sache, was heute in Neuseeland passiert und hier und diese Sachen, was wir jetzt so hören? Das sind nur Sachen, die wir hören. In Afrika werden Muslime lebendig begraben von Christen, verbrannt. Gibt sogar Videos dazu. Ja? Gibt's Videos dazu. Dann hier in Myanmar werden Muslime von Buddhisten, von Götzenanbetern zerfetzt, getötet, 1000 Stücke geschnitten. In China dürfen die Muslime nicht mal fasten. Die dürfen nicht mal fasten. Die dürfen nicht mehr ihre Religion ausüben in Myanmar, in China, in Asien, Afrika, überall. Das in Europa sieht es anders aus. Wir haben unsere Moscheen hier teilweise auch nicht richtig. Ja, die werden auch langsam schon zugemacht. Aber teilweise geht man da rein, kann man beten und so weiter. Ja, da kann man hier ein YouTube-Video machen, wie ich jetzt zum Beispiel. Ist erlaubt. Dann denkt man, ach, guck mal an. Nein, auf der Welt sieht es anders aus. Im Ganzen sieht es anders aus. Es sieht wirklich anders aus. Ich will nicht hetzen oder so. Ich sage doch ganz ehrlich, es gibt friedliche Christen, friedliche Atheisten, friedliche Muslime. Es gibt von allen Seiten was. Aber wir müssen sehen, wenn wir mit Finger was Schlechtes sehen, dann müssen wir auch ein Video machen. Dieser Christ, der mich kritisiert hat, vor ein paar Wochen habe ich mit ihm geredet. Ich meinte, pass mal auf, wie findest du von Gandhar Bhajapur die Videos? Er meinte, ja, die sind nicht in Ordnung. Ich meinte, ist er Christ? Er meinte, ja, das ist ein Christ. Warum? Weil er daran glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er für die Menschen, für das auferstanden ist, dass er Gott ist und so weiter. Halt die Dogma. Und dann, ich meinte aber, wieso macht ihr das nicht? Wieso macht ihr nicht ein Video oder so? Verkündigt das, dass er falsche Sachen erzählt. Das sollten wir nicht machen. Das muss die Komitee, die über uns stehen, ja, die müssen das dann machen. Ja, und nicht wir. Das dürfen einzelne Personen nicht machen. Ja, dann passiert ja auch sowas. Wenn ihr eure Mund nicht aufmachen könnt, nicht reden könnt, durch diese ganzen Hetzen, wird das geschehen. Was heute geschehen ist, in ein paar Jahren noch mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist nicht alles. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Es werden Menschen getötet, wenn diese Menschen über YouTube solch... Ich meine, am Ende haben natürlich diese Videos, sind auch gut für uns Muslime, damit wir auch sehen können und deren Lügen aufdecken. Das ist das Positive. Das haben wir gesagt, es gibt auch was Positives. Was? Die Lügen, der Islam wird aufgebaut. Warum? Durch deren Lügen, die Lügen. Und was passiert dann? Der Islam, ja, der kommt nach vorne. Warum? Weil derjenige, der halt sieht, der kann es unterscheiden, halt die beiden, zwischen Wahrheit und Lüge kann er unterscheiden. Aber es hat auch einen negativen Einfluss. Das ist was, dass diese Menschen dann solche Attentate machen. Ne? Das ist einfach so. Die machen einfach, das kann durchaus dann passieren. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Ja, das muss man einfach verstehen. Das ist unterste Schublade von Feinsten, wenn man solche Videos hochlädt und Islam so weit hetzt, dass die Menschen schon rausgehen. Ich meine, es gibt drei Arten von solchen Leuten. Einmal gibt es natürlich die friedlichen Christen, die das verurteilen, von Anfang an solche Videos auch schlecht finden. Und dann gibt es natürlich die Leute, die diese Videos einfach gut finden, die dies unterstützen. Dann gibt es noch die dritte Variante, dass diese Menschen auch reagieren.
reagieren. Ja? Und manchmal ist gar nicht klar, dass so ein Wort der Beginn für so ein Übel ist. Ja? Ich meine, warum soll man den Hand nicht geben, die Frauen? Ist es Sina? Das ist kein Sina, aber es kann zu Sina führen. Und diese Wörter, die man benutzt, diese Hetze und so weiter, die man verbreitet, die können dann auch zu was führen? Die können zu solchen Anschlägen führen. Das heißt, jeder, der diese Hetze unterstützt, unterstützt irgendwie auch indirekt diese Anschläge. Auch wenn er sagt, nein, ich habe damit nichts zu tun. Aber du hetzt, du unterstützt die Hetze, die da, ja, das führt zu, also zum Schluss. Ja, also Endpunkt ist das halt, was du vielleicht am Ende verabscheust, aber durch deine Hetze ist das Ganze vielleicht dann auch passiert. Deswegen muss man das verstehen. Also der Prophet Sallam hatte schon prophezeit, gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo Muslime getötet werden, wenn die La ilaha illallah sagen, es gibt keinen Gott außer Gott. Wenn die das sagen, aussagen, die werden dann getötet werden, nur wegen dieser Aussage. Und es passiert schon langsam. Vielleicht diese Generation wird es nicht erfahren, meine Generation, vielleicht werde ich das nicht sehen, aber es werden irgendwann demnächst die Kinder der Kinder der Kinder sehen. Vielleicht 200-300 Jahre noch, dann ist es soweit und das sehen wir jetzt schon. Weil das war früher sowas, hatten wir nicht gehabt früher. Heute ist es gang und gäbe durch die ganzen sozialen Medien, durch die ganze Hetze wird diese ganze Sache verbreitet und das ist es. Man muss halt natürlich jetzt stoppen, das wird man aber nicht stoppen können, weil am Ende werden die Menschen nicht verstehen wollen, die wollen keine Lehre ziehen, die wollen nicht lernen, die wollen nur lehren. Das ist das Problem immer. Und es wird immer wieder weiterhin die Hetze geben. Die werden die Muslime, die ihre Bertha lustig machen über die Bertha, die werden irgendwie Schweinebilder nehmen und irgendwelche Karikaturen über den Propheten. Das ist doch alles Hetze, das macht doch alles gar keinen Sinn. Warum überhaupt das Ganze? Warum? Wenn es mehr Schaden hat, wenn ich was Falsches sage, das mehr Schaden hat als Nutzen, dann werde ich das sein lassen. Warum soll ich das denn überhaupt sagen? Was habe ich davon? Ich habe nichts davon. Und das machen halt leider sehr viele, zu viele Christen, die sollen nicht ankommen, ja, Muslime machen das ja auch. Nein, stimmt nicht. Wo beleidigen wir, beschimpfen wir? Klar, es gibt einige Muslime, die mit Huren, Düd und so beleidigen, mit Düdsohn beleidigen und so weiter. Das machen einige Muslime, ja, aber das hat nichts, wiederum gar nichts mit der Religion zu tun, 0,0. Und weil wir halt nicht die Religion beleidigen, sondern diejenigen, die halt beleidigen, das Christentum beleidigen oder Jesus beleidigen oder die Kirche beleidigen, sondern vielmehr was beleidigen? Einzelne Person, das ist ganz was anderes. Ich will nicht viel sagen, aber möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden von den Einzelnen, die heute am Jumma an so einem wichtigen Tag gestorben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala deren Shahada annehmen, denen als Märtyrer Tod geben, ja, in Firdausa Ala belohnen. Inshallah werden diese Menschen belohnt. Und inshallah, wenn dieser Mensch nicht um Reue bittet, der diese Tat begangen hat, der wird im schlimmsten Feuer brennen, in der Hölle brennen für ewig und ewig und ewig. Und möge Allah, wenn er nicht bereut, wenn er aus dem Herz nicht bereut, und möge Allah ihn verfluchen, diesen Psychopathen, der so auf diese Art und Weise sogar noch filmt. Der filmt das Ganze sogar noch. Der nimmt es auf, wie er da reingeht mit seiner Maschine und alles abknallt, abschießt. Das heißt, er hat Freude. Er befriedigt sich damit. Überlegt euch das mal, was für ein Mensch, was für Gestalt das ist. Ja, was für einen falschen Geist er in sich hat. Ja, natürlich werden wir jetzt in den nächsten Tagen noch einiges hören. Die werden es versuchen zu vertuschen, dass er kein Christ war, dass es nicht christlich ist und alles drum und dran. Vielleicht werden die auch sagen, der ist krank gewesen, war kein Terroranschlag, weil wenn ein Nicht-Muslim einen Anschlag macht, ist es nicht Terror, das ist krank. Wie bei Breivik, was hieß es? Er war krank gewesen. Ach wirklich, war er krank? Ja, das macht man halt so auf diese Art und Weise, diese Schiene, versucht man das dann weiterzubringen. Aber ich sag ganz ehrlich, heute so, morgen vergessen. Breivik hat getötet so viele Menschen. Heute alles vergessen. Ja, heute steht man auf, morgen sitzt man wieder. Weil bei Breivik war es genauso gewesen. So viele Leute getötet, ermordet. Und der Typ lebt wie im Paradies. Ja, subhanallah, besser als viele andere. Und es wird einfach vergessen. Heute steht jeder auf, morgen wieder alles vergessen. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala wird es nicht vergessen gehen. Ja, und derjenige wird zur Rechenschaft gezogen oder wird seine Strafe am Ende so oder so bekommen. Da könnt ihr heute stehen, wie ihr wollt, und morgen sitzen, wie ihr wollt, wie lange ihr wollt. Trotz allem geht bei Allah subhanahu wa ta'ala nichts verloren. Das solltet ihr wissen.